Ja, hallo Bogenfreunde. Wir sind wieder ein bisschen zum Bogenschießen in Eisenbach und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, was ich hier auf der Tasche liegen habe. Das ist ein ungarischer Langbogen, den ich mir heute hier mal ausgeliehen habe. Ein 68 Zoller Spider mit 34 Pfund. Und ja, ich habe jetzt zum ersten Mal geschossen, ich habe ja da keinerlei Erfahrung damit. Aber die Pfeile, die sehen noch ganz gut aus, ne? Ja, immerhin alle sechs auf die Scheibe, einer sogar ins Kill, ne? Also, es geht. Ist ein bisschen ungewohnt für einen Compound-Schütze, so ein Langbogen. Aber ich muss sagen, sie lassen sich, er lässt sich wesentlich angenehmer ziehen wie der One Piece Recurve von Maria. Schönes Holz. Und wie zieht er sich? Ja, die Pfeile hören sich gut an, gell? Und das knallt auch nichts, gell? Ja, oben beim Recurve hast du halt immer die Sehne am Holz, nie halt nicht. Hörst du, wie sie schön suchen? Die gehen gut ab. Hey, zweiter Versuch mit leichteren Pfeilen. Das sieht schon ganz gut aus. Es macht richtig Spaß, mit so einem Langbogen zu schießen. Also echt, können wir dran gewöhnen. Braucht jemand einen Compound-Bogen? Jetzt machen Pfeile nochmal leichter. Ja, die gehen gut ab, gell? Also was haben wir hier? 630er Spine. Das passt eigentlich ganz gut. Oh ja, die gehen ab, hä? 68 Zoller. Langbogen. Die Zische, gell? Und Größe und Auszug genau richtig für dich, ne? Gut. Zieht sich weich, gell? Ungarischer Langbogen. Lässt sich traumhaft ziehen. Schönes Holz, 68 Zoll Länge, 34 Pfund, schönes Custom-Modell.